Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Nicht allein, ich habe wieder das Plüsch dabei. Mal wieder. Und den Dragon. Wieder. Und den Dragon am Steuer. Und wir haben den Auftrag, sprich mit Triss über die Statue. Jetzt bin ich mal gespannt, über welche Statue wir quatschen wollen. Komm schon, das war nicht. Ich glaube, du bist eben reingerannt. Ich war noch nicht da. Geralt von Riva, Hexer, Wasserwolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Mach ich, wenn ich eine Bescheinigung bekomme. Ja. Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Was? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Na, so war das so. Toll, ich hätte die einfach platt machen sollen. Naja, wenigstens kann ich Zeichen wirken. Ich dicht bin und sie als Punching Ball, du Sack! Au! Ja gut, wir haben immer noch einen Bettler, der bezeugen kann, dass wir nichts Böses gemacht haben. Richtig. I believe I can fly. Oh, komm her ins Maul. Heilen. Ich mach erstmal die geübte Dark Souls Rolle. Fang mich doch, du Eierloch. Oh, komm her. Triss mich nicht. Schutz. Ich bin so schnell für dich. Wo ist er? Wo ist der Geralt? Da ist der Geralt. Ja, wo ist er? Wo ist er? Da ist der Geralt. Ja. Hinter dir? Erstmal die Waffen wieder nehmen. Die sind schlimmer als Gauner. Guck mal, da liegt der Loot. Ja, Streitkolben, nee. Aber ein Hemd. Weißt du, was man sagt? Mir reicht's. Da musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen. Ich hatte gerade erst. Außerdem habe ich den Prediger nicht bloßgestellt, ich habe nur drauf blind geantwortet. Und einfach nur eine Tatsache gerade gestellt. Ach stimmt, da war ja irgendwie so ein Priestertyp da. Ja, das war die Tatsache mit den, ja, wie viele habe ich beschützt vor euch und und. Stimmt. I do remember. Ja, ich habe eigentlich nur gesagt, ich habe die Leute in der Regel beschützt, was ja auch stimmt, ne? Mhm. Was denen wohl nicht gepasst hat und der grazil den Schwanz eingezogen hat. Mhm. Und jetzt schickt er gleich hier seine Bodyguards. Was eine Pfeife. Oh, Triss! Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. So lang brauchen wir nicht bei Triss. Ich glaube, so. Denke ich auch. Sit down, please. Na, ja, ausrauben tue ich die nicht. Nein. Oh, das Haus ist aber ziemlich schief. Ist das das schiefe Haus von Pisa? Kann sein. Ich glaube, das Fundament ist ein bisschen abgesackt. Ja. Weil die ganzen Regen, ich glaube nicht, dass es damals wirklich Statik gab. Hi, Triss. Trissi!
mag sie mehr als Jennifer. Ja, Geralt? Erstmal das Übliche. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Na toll. Haben wir die Rosen nicht eingesammelt? Ja, die haben wir in ihrem alten Haus gefunden. Wahrscheinlich konnten sie nicht mitnehmen. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Das muss ich zugeben, stimmt tatsächlich. Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit, ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Okay. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. Ich habe mein Schwert bereit. Wieder mal. In Alan, Daona Aes. Koralle, nein. Ich kann alles erklären. Koral? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus. Eine Täuschung. Wo bin ich? Du siehst ziemlich, Er sieht ziemlich verstört aus. Von den Klamotten her, ne? Hm. Zwischen dem und was er hat, muss er ziemlich alt sein. Koral? Koral hat ihn also verzaubert. Sieht ihr ähnlich? Wenn es eine rachsüchtigere Zauberin gibt, kenne ich sie nicht. Tja, außer vielleicht... Koralle ist nicht hier? Wenn das so ist, komm zu mir, Succubus. Was? Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Oxenfurt war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie... Eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Hier, nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. 50 Erfahrungspunkte. Von, ich bin ja leider im Keller. Quest abgeschlossen. Das ging ja schnell. Ja, und jetzt? Ja, jetzt machen wir wieder... Ups. Falsche Taste. Quest.
Ja, hier die Hauptquest-Warte, würde ich sagen, ne? Mhm. Weil jetzt haben wir erstmal nichts anderes. Außer das hier, da müsste ich ja irgendwo hin. Nach Ferrero oder wie das Ding heißt. Und die Hexeaufträge sind out of my level. Jo. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal Hauptquest weiter. Ja. 140 Meter in die Richtung. Na, Schwein, Schwein, Schwein. Ja, ja. Mit Schwein kennen wir uns ja aus mittlerweile. Was schreit ihr denn so? Sind das die Fanboys? Fangirls? Scheiße. Oh, ich glaube, ich muss müde. Gesundheit. 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 Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen. Durch ein Niesen, oder wie? Ja. Okay, hier soll es sein. Das war nicht schön. Oh. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Aha. Mhm. Ach, der wurde aber auch mit Stock im Arsch geboren. Na, kenne ich einige. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Erstmal wieder das Übliche. Warum interessiert sich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Vielleicht deine? Vielleicht hat er auch einfach noch besoffen gemacht und erinnert sich nicht dran. Genauso wie den blutigen Baron. Ich glaube aber auch, vielleicht hat er einfach Untermieter. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter... Du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Ah, hier. Ja. In Wahrheit sind wir Marotte schon von den mir. Mhm. Da müssen wir hier gefickt werden, ne? Ein bisschen staubig. Bisschen sehr staubig. Mhm. Ah, ich glaube, sie ist wieder oben. Wow, dann dreh ich nochmal bitte um. Für den Staub. Alter! Würde ich jetzt sagen, hier, ja, der hat sich ein Stück von Familie Gregory abgeschnitten. Riesenspinnenwaben. Knödel. Boah, ja, Knödel wären auch lecker wieder. Aua. Gut. Man weiß ja nie wofür. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was? In dieser Nähe oben? Ich hab dann, Die Falten? Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Hallo? Ah!
Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na, sie liegt da schon schön bereit und willig, hat sie. Mhm. Wie ist es im letzten Part? Mal auf dem Dachboden nachsehen. Halt! Ja. Tu das nicht! Lass das! Plötzlich waren die Klamotten ganz doll. Kurz. Mhm. Ich höre Kinder lachen, das mag ich nicht. Du musst auf dem Dachboden. Stell das bitte hin. Das ist es gibt hier mehrere Türen noch. Nicht verschütten, bitte. Hm. Kinder lachen, das mag ich absolut nicht. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Das war hier diese eine, genauso wie die, gut, wie hieß er nochmal? Hansi. Hansi, genau. Alter, ist das hier staubig. Jetzt ist ein Dachboden. Warte, geh nur kurz mal zurück, bitte. Hm? Siehst du den Schatten da? Oder ist das jetzt hier vom, Ne, ich glaube, das ist vom Stuhl schon. Das ist vom Stuhl. Okay. Okay, da ist die Puppe. Noch mehr Knödel. Kann ich mir eine Knödelsuppe von machen? Mhm. Ja, Bier, das verkaufe ich wieder. Kuhmilch! Was haben wir denn da? Zeichnung eines Kinderbettes. Okay. Papier, auf das hast du dich ein Kinderbett gemalt, wohl anscheinend von einem Kind. Seltsam. Wahrscheinlich müssen eine wir die Puppe da reinlegen, oder? Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Na, die Puppe haben wir. Naja, müssen wir nur ein Kinderbett finden. Ich bin gerade auf Shoppingtour. Oh, macht das Kinderlachen aus! Noch mehr Knödel. Dass das nicht schon grün, der Knödel nicht schon grün angelaufen ist und selber wegrennt. Wenn es hier auf dem Dachboden liegt, will ich nicht wissen, wie lange der schon hier lag. Zwischen Salpeter und Co. Und die Kuhmilch dürfte eigentlich selber schon so Käse geworden sein. Mehr als das. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Jetzt muss ich gucken, wo das Bett ist. Da war noch. Da ist auch eine Tür. Liegt ja da irgendwas drin. Tada! Oh Gott, das Ding bewegt sich von alleine. Bin ich jetzt in Horrorpart gelandet? Ja, wahrscheinlich. Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Bild eines Backofens. Jo, wenn es so. Scheiße, die Küche. Das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten. Dann denke ich eher unten. Ja. Geralt, du kannst wohl eine Treppe normal runterlaufen, oder? Frag Geralt. Oder im Keller. Weil hier fällt ja nichts ein. Hier denke ich jetzt keinen Ofen. Vielleicht ist es eine Art Heizofen. Hallo? Ja, da ist er. Hab
Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Das ist kein Spiel. Ich könnte dir sagen, dass sie nicht gefährlich ist. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Was? Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Dann muss ich dich rauswerfen. Dann treffen wir eine Vereinbarung. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Ich finde die irgendwie süß. Ich weiß nicht. Wo war sie? Sie war oben. Zimmerservice. Aber ohne Kaffee. Ach, sie ist schon von alleine wach geworden. Ja, guck mal, schau. Migräne? Scheint so lang schlafen. Mit wer Zimmer bist du? Wurst. Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut, okay. Wir sehen uns dort. Wie ein Kopf voller Spinnweben. Hast du dich hier mal umgeguckt? Kein Wunder, dass du von Kopf voller Spinnweben noch träumst. Wer hat am Fußende bitte schön im Weg stehen? Keine Ahnung. Ich bin auf Shoppingtour. Ich bin auf Shoppingtour. Ich bin auf Shoppingtour.
Kriegst du nix. Wo den anstellen? Also die eine Stufe, die nimmt Geralt nicht mit. Da kriegt er mal Stolpergulanz hier. So, wo ist der Bankier? Da. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich weiß, was es schmuckt. Wir haben ja die Abmachung. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Das zweite Schwert ist für den Notfall, falls das erste bricht. Sehr. Yeah, ich finde die Gespräche manchmal sehr interessant. Mhm. Was ist das? 180 Meter, 181 Meter. Okay, einmal da lang. Ich hoffe mal, diese Idioten des ewigen Feuers kommen nicht wieder unter die Nägel. Ja, die werden öfters kommen, als du denkst, glaube ich. Ja, super. Im Leben solange muss man was riskieren und nicht einstecken. Ach, ein Pantomime. Oder was sollst du darstellen? Clown. Ich gehe. Der Joker des Mittelalters. Da ist er! Na, gerade sind auch nur Menschen. Ja, so wie der mit dem Messer rumgespielt hat, muss ich gerade an Batman denken. Frag nicht. Zur Erklärung, der Herr hat eine Clownphobie. Kettkettchen ist überall noch Fisch. Da wird die Nase direkt blutig. Ja, also nicht, dass ich was gegen Fisch habe, aber ich habe was gegen Fisch, der ein paar Tage in der Sonne liegt. Und ich habe gut. Ich kann gar nichts tun. Und Angst vor großen Menschenmassen. Da unten. Nicht nach unten, oben. Kann nach unten sein. Okay, versuch dein Glück. Okay. Hab ich gesagt. Entschuldigung, dass ich mich umgucken will. Du kannst es erkennen, da oben auf dem Pfeil, ne, auf der markierten Quest, ist rot oben. Ja. Das sozusagen das Ziel ist über dir. Grüezi. Servus. Corona. Mahlzeit. Hallo. Oh. Hast du hier gerade meinen fahren lassen, Mädchen? Entschuldigung, sollen wir später wieder kommen? Ist wohl die Räucherkammer. Du weißt, Räucherware hält sich länger. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Okay.
Ich erinnere mich, dass wir das erste Mal begegnet sind. Ich habe sie in Tomorrow ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Sie ja, können wir eigentlich von oben bis unten arbeiten, glaube ich. Ja. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ciri wurde gehen wir mal alle des durch. Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Weise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ei. Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Da sind nur zwei Sachen, die wir haben. Ja. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Na, ja, ich glaube schon. Ist sowieso nur noch einer. Ich habe noch mehr zu sagen. Ja, oh Gott. Es war ein Lieber. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Älteren Blut. Ja, das ist Weltgerichter genannt. Ja, es war ja was mit dem Blut bei ihr. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Was ist denn noch so Auswahl? Ja, da ist noch etwas. Ja, das klingt alles interessant. Ich würde mir das gerne echt anhören. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten.
Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, wir haben ja nur noch eins zur Auswahl. Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn, Yennefer und Triss. Rittersporn sagt mir gar nichts. Rittersporn war der Bade. Ein alter Freund von Geralt. Den ihn immer wieder Informationen und alles zukommen ließ. Aber auch ein schwerer Nöter und relativ einer, der immer wieder in Irre gefahren kam. Yennefer und Triss? Wäre auch gut zu sagen. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ja, wir können auch ganz schön schnell einschlafen. Oh. Das ist Rittersporn. Ich denke, das war die wilde Jagd. Ja, kann gut sein. Also ich denke, unser nächstes Ziel ist Rittersporn. Ja, kann gut sein. Uff, ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Hotel geerbt. So habe ich das gehört. Alles klar. So kenne ich den Rittersporn. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Immer bei den Frauen. Deine Ciri finden. Quest aktualisiert. Wow, 5 Erfahrungspunkte. Dafür, dass wir unser Herz ausgeschüttet haben? Nicht schlecht. Träume von Neuheit. Quest abgeschlossen. Neue Quest. Mätresse? Habe ich das richtig gelesen? Mätresse, ja. Mätressenliste, ja, ist Bordell. Ja. Finde ein Schiff nach Skellige? Nein, wir gehen zum Rosmarin und Thymian. Passt vor allen Dingen gut zu Kartoffeln.
Frag mich nicht, wie ich darauf jetzt komme, wo ich hörte, dass ein Bordell ist. Hübsche Unterhose. Weil Thymian und Rosmarin sehr gut zu Kartoffeln schmecken vielleicht. Ja, ich habe Lust auf Quadratkartoffeln und Rosmarin und Thymian, na geil. Nein, ich will endlich Reibepfannkuchen machen. Mit Rosmarin und Thymian? Nein, mit Apfelkamuse. Ach, schön. Für dich von mir ist auch mit Ketchup oder sonst ein Scheiß. Aber ich will Apfelkamuse. Ich mache mir Spieler dabei. Schmeckt ja gut. Oh Gott. Mahlzeit. Buster, verlieren wir die Nerven. Na komm. Wir würden hier gleich umfallen. Ich nehme mal dein Hähnchen. Dein Schinken. Nein, du hast nichts. Ich glaube, ich würde mir noch mal warm so einen leckeren Toastbrot oder so machen. Warte. Da drin liegen ein paar Banditen im Dreck. Kannst du gerne einsammeln. Die wehren sich nicht mehr. Ich hasse die verdammten Huren. Was hat dir Nutella getan, dass du sie hasst? Was? Hä? Ja, da hat einer gesagt, ich hasse Huren. Da habe ich gefragt, was hatten die Nutella getan? Ah. Schrecklich blass. Die ist einfach zu süß. Und verklebt den ganzen Maul, sodass er erstmal wieder Milch nachtrinken muss. Okay, das muss es sein. Abgeschlossen. Kann man da rein? Dann muss ich irgendwie einen anderen Weg reinfinden. Das wird sicherlich schon. Neue Markierung. Nee. Guck mal da. Aus welchem Dorf kommst du? Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Du hast eingestürzt. Wir wollten nur. Nicht hier rüber vielleicht. Ist mir scheißegal. Ja, verpisst euch. Ah. Ja. Okay. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder in einen anderen Haus und dann rüber. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Was? Nett. Das sieht nach einem geschlossenen Bordell aus. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan. Wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Hey, ich will. Punchy Ball. Für Level 5 hältst du aber was aus, du. Hey, lass doch mal Freude in Ruhe. Ich komme mir gerade vor wie bei Spencer und Terence Hill. Mit Stühlchen in die Schnauze. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Heilen. Deine arme Mutter, dass sie dich geboren hat. Wo ist der andere? Der Alabama. Na, so, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Bruder. Ja, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du, Med. Du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Will ich dich nicht belästigen? Ja. Wieso Siri eigentlich? Kann man ihn ja sagen. Sind ja gute Freunde eigentlich? Eigentlich hat er Sporn. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter. Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt?
Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Der könnte Türsteher werden, der Kerl. Ich glaube, er war hier auch der Türsteher. Okay, da haben wir schon mal einen Hinweis. Das ging schnell. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung? Zum Schreien. Er hat einfach sein Geschäft für endlich ernst genommen. Ich würde das erst nehmen. Rittersporn ist wirklich Planung. So einer. Köstlich. Außerdem müssen seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Das könntest du sein. Hat er auch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Denn als Kapaten bin ich nicht interessiert. Das könnte nützlich sein. Ja. Mit was du erzählst, dass ich genau rumschlichen hat? Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Quest aktualisiert. Mit Ach, guck mal. Liste. Hier ist eine ein Lager. Kann ich was reinschmeißen, was ich... Nicht Und da sind wir auf dem Bild übrigens gerade mit der Sporn wieder. Obwohl mein Lager geht noch 43. Ich dachte, das wäre voll. Was sagen denn die Steinchen aus 3%? 3%? 2%, 2%. Oh Gott. Das sind wieder so Rüstungen, die kann ich wieder verwerfen. Ach, hier sieht man jetzt übrigens die Schwerter noch von der Katzenschule. Und die Arm. Ah, nee, die Armbrust haben wir sogar tatsächlich. Vor allen Dingen finde ich geil. Habe ich ja schon mal erwähnt. Die Rüstung benötigt Stufe 17. Genauso wie die Klingen. Aber die Armbrust der Katzenschule, wo man denkt, die gehört zum Set automatisch dazu, ne? 32 oder was? 29. 29, genau. Da kann ich nur lange drauf aufbauen. Guck dir das Bild mal an. Und das Bild? Ja, Rittersporn, wie er leib und lebt. Und eine Intaglien? Die Nase ist zu klein. Ja, und das Schwert zu groß. Geht das wirklich so? Tötet man so einen Wyvern? Na, die Technik stimmt nicht ganz, aber man muss zugeben, dass er es mit Schmackes macht. Das ist einfach so, Rittersporn ist einer, der sich total hoch lobt und sonst was alles und irgendwelche Sachen dann dauernd erzählt und ja, er kriegt damit die meisten immer auf die Fresse. Also, Sultan finde ich echt sympathisch, ich weiß nicht wieso. Lies Rittersporns Terminkalender. Okay, machen wir das einfach mal.
Glossar Bücher. Oh Gott, ich. Warte kurz. Hat der nicht vorhin gesagt, irgendwas mit Gedichten? Na toll. Bild an Ofen. Weiter runter. Brief, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Auftrag Lehrling verschwunden. Brief der Mutter. Auftrag Notiz. Nein, Tagebuch. Weiter, 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 weiter. Ah ne, das müsste nicht hier sein. Das ist ja dann in dem Sinne ein Questgegenstand. Inventar. Okay. Das müsste dann hier sein. Ja, das da wahrscheinlich, ja. Rittersponsor Terminkalender. Rose war Adré, von Adèle spricht Rose nie unverbrät. Wie die Rose, die sich der Röte stehen. Oh, meine Augen. Was schert sich die Anstandsunterricht? Sie schwingt ihr Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großen Garten in Gillendorf, Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Mal runter, oh Gott. Weide, ja. Gifdorf Villa neben der Leichenhalle, Westpuller. Obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut, und mein Herz ja schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ferreck, Wäscherei an der Punat-Mündung, Marabelle, himmlisch stöhnt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen. Doch auf der Bühne lauter Schnarchen ist sie kaum zu hören. Die Scherbe am Armplatz, Elihal, ein seltsames Wesen von zweifacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dort offenbart. Schreinerei gegenüber Gerberei. Okay, damit hätten wir wahrscheinlich alle durch. Oh Gott, jetzt werden mir die 7 Jahre angezeigt. Aber ich denke mal, wenn bevor wir die... Ah, 500 Erfahrungspunkte, geil! Ups, fehlt ja nicht mehr viel. Ja, noch 600. Aber wenn bevor wir die ganzen netten Damen besuchen, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen. Vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Einschalten und seid dabei, wenn wir die ganzen netten Damen besuchen. Die Birnen. Gehabt euch wohl und ciao, ciao. Wie gut.